So. Guck. Weil ich gut bin. So, perfekt. Our doubts are traitors and make us lose the good we oft might win by fearing to attempt. William Shakespeare, Measure for Measure. Ich bin stuck! Ich bin stuck! Ich bin stuck! Ich komme nicht weg! Mein Hammer-Chat! Ich kann nichts machen! Ich komme nicht weg! Ah, jetzt, warte. Es geht nicht! Chat, es geht nicht. Ich mache hier gleich was broke. Es geht doch nicht. Es geht nicht. Shit, ich raste dich wirklich aus. Ich bin stuck! Ah, jetzt. Gar kein Problem mehr für mich. There are no regrets in life, just lessons. Jennifer Aniston. Leck doch mein. Ich schieb mir gleich on-stream was rein. Egal. Mir scheißegal auf den Twitch-Bann. Ich schieb mir gleich was rein. Ich schieb mir gleich was rein! Fucking sleeper, man. Pain has an element of blank. It cannot recollect. Ich kann das nicht mehr. Ey, Chat, ich kann das nicht mehr. Es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Digga. Und dann sieht man sowas. Ja, komm, das CSGO rein, Bro. Guck mal, Digga, und dann sieht man den. Digga, warum ist deiner schwarz? Guckt euch das mal an.
Ist das respektlos, Digga. Guck ich das an. Ja, komm, Willi. Diese lockere CSGO. Hä? Nee. Digga, also das ist nicht normal. Willi, wir können auch diese lockere Minecraft-Challenge machen, wenn du willst. Willi, wir können auch diese lockere Minecraft durchspielen, auf schnell versuchen. Speedrun-mäßig. Ich ruf mal Willi an. Das wäre auch geil. Versuchen mit Willi Minecraft durchzuspielen. Das wäre auch eine gute Idee. When it began, or if there were a day when it was not. It has no future but itself. Its infinite realms contain its past, enlightened to perceive new periods of pain. Emily Dickinson. Willi ruft an. Willi! Ja, Bruder? Also man hört dich im Stream, ne? Wenn du willst, können wir versuchen, Minecraft in unter 2 Stunden durchzuspielen. Können wir machen. Gib mir so 20 Minuten, ja? Okay, tamam. Ich bin gerade erst heimgekommen. Okay, tamam. Heide, mein Bruder. Okay, heide. Ja, ciao. Ciao. Das wird geil! Das wird geil, Chat. Minecraft versuchen, in unter 2 Stunden durchzuspielen. Cam, Mann, was ist mit dieser Cam? Mit Bestrafung? Boah, was für eine Bestrafung. Was für eine Bestrafung, aber. Kann man so lange. Wollen wir so lange Video gucken? Boah, ich hab ein gutes Video sogar, Chat. TikTok-Produkte testen. Hotchip? Boah, Digga, könnt ihr mich am Arsch lecken? Was für Hotchip? Die letzten Male, wo ich auf TikTok beworbene Produkte getestet habe, war die Ausbeute nicht allzu groß. Das meiste ist eher Schrott. Allerdings hatte ich meiner Meinung nach immer mal wieder ziemliche Volltreffer dabei. Pfirsich-Eistee. 1,5 Kalorien pro Glas. Taste bestanden. Okay, kommen wir jetzt zum Blisslight Skylight. Ui, oha. Okay. Sieht wirklich sehr, sehr geil aus. In der heutigen Folge TikTok-Produkte testen erwarten euch unter anderem ein Haarschneidegerät für den angeblich perfekten Übergang und eine extrem preiswerte Webcam. Let's go. Digga, das will ich wissen, ob diese... Also ich glaube, diese Maschinen, wo man angeblich rübergehen kann und man hat einen Übergang, ist Cap. Falls ihr meine Videos feiert, abonniert gerne diesen Kanal. Wir wollen dieses Jahr noch die 500.000 Abonnenten knacken. Wow.
Wow, die Animation im Intro war nochmal wieder einsame Spitze, oder? Finde ich auch. Bis heute fragen mich und mein Cutter Philipp täglich Leute, wie wir am effektiven und die Deinigkeit noch nie gucken. Echt, du siehst davon. One thing after use and burned is USB-C port. Use your own cable to be on the safe side. Don't add up with a fire. Jetzt werden wir erst recht das Kabel benutzen. Herzlich willkommen zum ersten Produkt TikTok-Produkte testen. Wie ihr seht, sind wir in einer ungewohnten Umgebung. Okay. Der beste Cutter der Welt und ich sind jetzt in ein Büro gezogen. Ne? Für ein comfortable Büro braucht man natürlich einen Flame Diffuser. Ich bin mir doch bewusst, ihr müsst nicht Flame Diffuser? Das tausendste Mal in die Kommentare schreiben. Doch, schreibt es diesmal in die Kommentare, damit wir noch mehr Kommentare bekommen. Ich weiß doch schon, dass es alles Dropshipping-Produkte sind. Trotzdem ist es doch mega interessant, wenn man sowas auf TikTok sieht, wenn sich die Leute dafür Mühe machen und das alles aus China bestellen. Was ist mit seinem Auge? Warum nicht, Leute? Warum ist sein Auge so dick? Ich habe hier AliExpress offen. Der Preis für einen Aroma-Diffuser liegt bei 12,24 €. Heißt, das ist eine Marge von 26 Euro. Bruder, der Diffuser hat 26 Euro gekostet, Philipp. Der muss flammen, der muss brennen. Für 38 Euro bekommen wir zwar diesen Aroma-Diffuser, aber Philipp, weißt du, was fehlt? Der Duft! Wir bekommen nicht mal einen Duft dazu oder ein ästhetisches Öl. Wollt ihr mich verarschen, Alter? Dann stellen wir uns halt eben vor, dass da Aromaöl drin ist. Man kann auch so Parfum reinmachen. So sieht es innen drin aus. Hier sind LEDs. Hier tun wir Wasser rein und ansonsten ist da auch gar nichts. Hier ist das Max-Level an Wasser. Habt ihr einen Diffuser zu Hause? Das würde mich mal interessieren. Weil ich habe einen, aber ich bin zu faul, den jedes Mal anzumachen. Ansonsten haben wir hier ein USB-C-Kabel. Das wird jetzt hier angeschlossen. Wasser wird eingefüllt. Wenn ihr ästhetische Öle zu Hause habt, dann ästhetische Öle auch da rein. Und dann sollte es eigentlich funktionieren. Wow! Guck mal, wir können auch die Lightness einstellen. Kann da nicht irgendwie mehr rauskommen? Nee, ästhetisches es riecht, aber, Öl. Es riecht noch nicht, das war dein Parfum. Ja, Essential Oil haben wir nicht bekommen, Bruder. Oha! Bei AliExpress ist halt schon cooler. Das ist wie diese McDonalds-Werbung, wie so ein Cheeseburger in echt aussieht und dann in der Werbung. Fühle mich verarscht, Mann. Guckt euch das Ergebnis an. Mehr brauche ich dazu nicht sagen, oder? Aber für mich auf jeden Fall eine 10 von 10. Für 38 Euro lohnt sich das auf jeden Fall. Kauft es euch über meinen Link unten in der Videobeschreibung. Wir gehen weiter. Das Lockhart Wallet ist der kleinste und leichteste Geldbeutel der Welt. Hat die Abmessung einer Kreditkarte, wodurch der kleinstmögliche Fußabdruck entsteht. Ja, sowas ist auch so verquatscht. Bis heute sage ich, Portemonnaies sind overrated. Wozu soll ich Geld bezahlen dafür, dass ich mein Geld irgendwo reinlege? Das ergibt für mich keinen Sinn. Lieber einfach in der Hosentasche. Alles, was ich brauche, an einem Ort. Der Magnet des Halters ist leider viel zu schwach und die Qualität ist zwar in Ordnung, aber ich hätte mehr erwartet. Ich hoffe, ich habe mal die Chance, die Alu-Version zu testen. Ihr habt gerade das TikTok gesehen. Lost Digit. Sehe ich nicht ein. Und Ausweis und so, ja, einfach in die Tasche. Ein deutsches Startup-Unternehmen hat diese Firma gegründet, Lockhart. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe auch schon einige TikToks von denen dazu gesehen. Das wirklich Coole, was mir schon mal aufgefallen ist, ist, dass alles so self-made gemacht wird. Es wird nichts irgendwie von China importiert. Alles ist mit 3D-Drucker und so eine Scheiße gemacht worden. Plus auch, als ich gerade die Rezension rausgeschrieben habe, auf der Website sind auch schlechte oder eher nicht so gute Rezensionen dabei. Normalerweise haben ja Firmen immer so 5-Sterne-Bewertungen auf ihren Websites. Aber die lassen wirklich alle zu, was ich richtig cool und transparent finde. Hut ab, auch die Verpackung, alles umweltfreundlich. Das ist wirklich hier kein Sponsor. Aber Lockhart gibt es nicht auf Amazon, ich habe einfach auf deren Website bestellt. Nach einem Tag ist angekommen. Wir haben hier 4 verschiedene Dinge. Das soll der kleinste Geldbeutel der Welt sein. Hier haben wir noch eine Keyplatte, hier soll ein Schlüssel reinkommen. Und hier haben wir Magnet zum Locken. Also theoretisch ist es eigentlich ein Gummiband und hier sollen die Karten reinkommen. Tun wir mal ins Funny rein, zack, zack. Hä, wie umständlich ist das? Und dann tue ich das halt wieder rein. Easy, das klappt auf jeden Fall schon mal. Packe ich mal ein paar Karten aus. So, okay, das passt auch easy. 3 Karten passen auf jeden Fall rein. Hä? Tu mal nochmal 3 Karten rein. Geht auch fit. Der Gummiband ist auf jeden Fall der Band. Das Band heißt das, Leute. Sorry. Man kriegt die Karten auf jeden Fall gut rein. Die Frage ist, ob man die Karten gut rausbekommt. Dafür muss man hier einfach zack und die so auffächern. Und jetzt will ich zum Beispiel meinen Führerschein rausholen. Dann kann man alles wieder reinmachen. Wenn ich jetzt Geld rausholen will, geht auch fit, Bro. Jetzt der Test mit dem Schlüssel. Zack. Das auch zack. Ist ein bisschen locker, aber dafür haben die auch hier so Kleber. Ah, wenn man einfach nicht will, dass es hier so zerkratzt, dann kann man hier auch so Klebeband drauf machen. Das geht auf jeden Fall fit. Alles in einem. Wir haben Schlüssel drin, wir haben Geld drin und wir haben Karten drin. Der kleinste Geldbeutel der Welt. Voll umständlich. Ich habe tatsächlich in den TikTok-Kommentaren gesehen, wenn ich das verliere, habe ich alles verloren. Ach shit, Sherlock. Ist doch das gleiche wie bei einem Portemonnaie. Ist doch das gleiche wie... Ach, scheiße, Mann. Jetzt testen wir noch schnell den Lachs hier, den Holder. Hey, ich möchte mein Lockhart am Fenster befestigen. Ich muss einkaufen gehen. Zum Glück habe ich mein Lockhart. Ich bin vom Einkaufen zurück. Erhält. Ich finde Lockhart eigentlich schon stylisch. Ich finde den schon cooler als so Geldbeutel. Also wenn ich hiermit so aufkreuze... Ja, was heißt du, Digga? Weiß ich nicht, Digga.
Meine Freunde denken sich so, Alter, was hast du für ein geiles Ding? Ich sag so, ja, TikTok, Bruder. Ja, praktisch, cool. Einzige, was halt nicht so nice ist, ist der Preis. 33 Euro, ihr habt es vorhin gesehen. Und das ist halt ziemlich viel, ne, für ein Gummiband und so ein paar Karten. Auch wenn es halt alles self-made gemacht worden ist. Weiß ich nicht. Also, keine Ahnung, da will ich mir lieber ein normales Portemonnaie holen. Kann's aber wirklich verstehen, erst recht, nachdem ich jetzt meine... 38 Euro, wie viel, 38 Euro hat es gekostet? Cornflakes gemacht habe. Jedes Startup braucht Geld und man braucht halt eben eine hohe Marge, um nochmal zu investieren, etc. Deswegen... 33 Euro niemals. Kann ich den Preis irgendwo halt eben auch verstehen. Ich kann es aber auch wiederum verstehen, wenn es einem zu teuer ist. Ich werde es auf jeden Fall weiterhin benutzen, deswegen gibt es von mir einen Daumen nach oben. Wir gehen jetzt zum nächsten Produkt. Amazon products that you may or may not need. This motion sensor light is perfect for any of those dark spaces that need extra lighting. Super Treppenlicht, ein wunderbares Treppenlicht, super Licht, einfache Montage, alles prima. Empfehlung 100%. Funktioniert nicht wie versprochen. Die Lampe geht immer an, bei jeder Bewegung, egal wie hell der Raum ist. Somit sogar eher störend, als dass die Lampe es besser macht. Lieber nicht kaufen. Kommen wir zum nächsten TikTok-Produkt, liebe Freunde. Easy Velo, light up your life. Es sieht aus wie ein LED-Stick und... Wieso, wie Philips Hue oder was? Es ist auch ein LED-Stick. 28 Euro hat der ganze Spaß gekostet. Geht was? Eigentlich fit, wenn es wirklich das ist, was es verspricht. Ihr habt gerade das TikTok gesehen. Eigentlich super easy. Wir machen einfach mal auf, okay? Ich schreibe immer in die Kommentare, Leon, Digga, du schnackst einfach zu lange. Wir wollen einfach nur die Produkte sehen. Und du sollst die Fresse halten, okay? Machen wir. Alles schön verpackt. Schön Umweltverschmutzung mal. Das Lichtmodul. Wir haben hier die Batterie, falls das leer geht, weil es funktioniert hier eigentlich ohne Kabel. Kann man wahrscheinlich auch mit Kabel benutzen. Soll auch portable sein. Oh, seht's? Sobald das hier nicht mehr funktioniert, kann man das ganz einfach hier aufladen. Das hier ist magnetisch und hier ist der Kleber. Okay, und wir haben jetzt einen geeigneten Spot natürlich gefunden, und zwar hier. Ich würde sagen, wir machen das hier dran. Wir machen jetzt den großen Test. Funktioniert das Ganze auch? Bin sehr aufgeregt. Bist du aufgeregt? Ja. Aber die Frage ist, ist es dann jetzt aus? Aber lohnt sich das? Das ist die Frage, ne? Ist aus. Okay, jetzt ist aus, ne? Hallo? Hä? Vielleicht ist das Ding auch einfach leer. Ich würde sagen, Leute, wir laden den Akku erstmal auf und dann probieren wir erneut. Aber es sieht schon mal sehr cool aus. Wenn es funktionieren würde, dann wäre es ein super Produkt. Aber es sieht nicht so aus, als würde es richtig funktionieren mit dem Sensor. Ach Leute, wisst ihr, was schlau wäre, wenn man mal die Bedienungsanleitung anschaut? Ich habe gerade gelesen, dass man vielleicht auch mal das Licht ausmachen sollte. Denn das ist ja extra für solche Fälle gedacht. Versetzt euch in folgende Situation. Es ist 3 Uhr nachts und ihr habt so richtig Bock auf Fischsoße. Struggelt hier so rum, ist zu dunkel, ihr habt gar keinen Bock, Licht anzumachen und dann so... Wow! Wow, es funktioniert! Und es sieht auch noch cool aus. Und das ist jetzt 15 Sekunden an. Also ist jetzt nicht so wie so professionelle Dinge, wo das halt so wieder ausgeht. Sobald man die Schranktür aufmacht, es bleibt jetzt einfach 15 Sekunden an. Also an sich echt cooles Produkt, wenn man keinen Bock hat, so das Hauptlicht anzumachen und die Eltern zu wecken. Gibt von mir einen Daumen nach oben. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Produkt. Okay, that's the first stream. As you can see, that's lovely. That's turned upside down. The second one is like that. Okay, that is like just another one. And then we have a mixer one. Viel zu klein. Sag ich. Ich stand nicht mal unter der Dusche. Angeschlossen, ganz simpel wie jeder Brause-Duschkopf und schubs war die Dichtung raus. Der Aufwand des Zurückschickens lohnt sich nicht mal. Danke für gar nichts. Tolle Duschleistung. Ein preiswerter Duschkopf im Look eines bekannten Föhns. Hilft sogar bei einem schwachen Wasserdruck. Wir befinden uns in meinem Bad. Ihr habt gerade gesehen, wir testen jetzt Powerlab, der einzigartige Duschkopf. Ein 30er? Digga. An sich echt nicht viel drin, außer der Duschkopf halt eben. Auf jeden Fall ist das der Duschkopf. Also was ist so dein erster Eindruck von diesem Duschkopf? Ist das irgendwie gute Qualität? Ist ein bisschen viel Plastik, aber scheint okay zu sein. Vom Aufbau zumindest. Da steht auf jeden Fall, dass es drei verschiedene Modis gibt. Einmal den Super-Hard-Modus. Dann gibt es einmal den Regen-Modus. Und einmal den Spa-Modus. Man sieht einfach absolut... Wow! Okay, Leute. Nach 10 Minuten haben wir jetzt den Dreh raus. Kameramann. Ey, du bist ja ein bisschen nass geworden. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel ganz normal hier drauf drückt, dann ist das so eine Sprühfunktion, wie als würde man Rasen mähen. Ich glaube, das ist so die Spa-Funktion. Das hier ist die normale Funktion. Und das ist eigentlich schon viel Power, ne? Dieser Duschkopf, den ich hier normalerweise habe, ist richtig scheiße. Da kommt richtig schwaches Wasser raus. Deswegen ist das eigentlich echt eine gute Lösung. Und wenn ich jetzt nach hinten klappe und nochmal drauf sprühe, kommt so eine Spirale raus. Und der Wasserdruck ist nochmal viel härter. Und das tut echt gut, muss man sagen. Für das Geld kann man sich auch so eine Regendusche kaufen, oder nicht, Chad? Oder? Ich werde den Duschkopf auf jeden Fall erstmal behalten und Langzeit berichten, wenn mir irgendwas auffällt oder falls er nach einer Woche kaputt geht, weil es stand nämlich in Rezension, dass der nicht so lange halten. Wie viel kostet denn so ein Duschkopf von, warte mal, Amazon? Oder warte, ich guck so. Regendusche, Duschkopf. Ja, 26 Euro, Chat, was wollt ihr?
finden soll. So sieht er nämlich auch aus. Dann schreibe ich es in die Kommentare. Aber erster Eindruck, geht auf jeden Fall fit. Und 30 Euro für ein bisschen Plastik, ne? Kann man auf jeden Fall mal machen. Okay, Leute, der Wasserstrahl ist sehr stark. Besser als mein Alter, wirklich. Bisher klappt alles super. Aber sind Produkte, die sich lohnen. Für unter 50 Euro ist diese Webcam perfekt für Aufnahmen oder Videocalls geeignet. Sie lässt sich super einfach anbringen, nimmt in HD-Qualität auf und wenn ihr sie nicht gerade benutzt, könnt ihr die Cam mit der Klappe abdecken. Die Kamera ist für den Preis völlig akzeptabel. Ich würde sie jederzeit wieder kaufen. Lieferdauer und Lieferzustand absolut in Ordnung. Absoluter Schrott. Die Qualität des Bildes bei normalem Tageslicht ist einfach nur unzureichend, da total überbelichtet. Das ließ mich hoffen, dass bei schlechten Lichtverhältnissen die Kamera überzeugen kann. Fehlanzeige. Ach ja, kommen wir auch schon zum nächsten Produkt. Aber warte mal, wir haben etwas vergessen. Ja, meine Cam, die ich die ersten 2 Jahre für Streaming benutzt habe, die hat 50 Euro gekostet, die war super. So ist besser, oder? Logitech an sich eigentlich gar nichts Besonderes, aber ich kenne euch doch, Leute. Ihr wollt doch alle Streamer und YouTuber werden, deswegen müssen wir auch mal so eine ganz normale Webcam hier austesten. 1080p HD-Webcam. Ich will Streamer werden! 160. Und für 33 Euro kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Boah, 33 Euro geht fit. Meine hat 60 gekostet damals. Zumachen, wenn man keinen Bock drauf hat oder wenn man es nicht benutzt. Und ansonsten haben wir nicht... Aber wie viel... Oh, hit the mat. Ansonsten haben wir eigentlich nur die Cam. Cam ist dran. So, Benutzer definiert. 1029x1080 haben die gesagt. Philipp, was sagst du? Wie viel hat das gekostet? 33 Euro. Dafür ist voll gut. Finde ich ja, auch. Ja, ja. Also für 33 Euro also geht das jetzt klar. Nicht schlechter als nur 920, finde ich. Geht voll fit. Also natürlich ist das jetzt hier keine Quali wie diese Kamera hier. Es ist auf jeden Fall schon eine gute Webcam. Funktioniert das? Natürlich funktioniert das. Beste. Du meinst, was passiert, wenn es nicht aussieht? Das ist so richtig so Discord-Chillen um 3 Uhr nachts, Digga. Ich hätte Schlechteres erwartet, bin ich ehrlich. Also Leute, für 33 Euro... Ja, für 33 Euro gute Cam-Chat. ...das auf jeden Fall fit, kann man sich nicht beschweren. Holt euch diese Webcam unten in der Videobeschreibung mit meinem Link. Ich gebe tatsächlich 4,5. Ist voll cool. Boah, da bin ich gespannt. Ich sag Cap. Denn Aufsetzen ist ein stufenloser Untergang, kein Problem mehr. Der Titel ist irreführend. Es ist nicht sauber, die Kreuzungen sind zu sehen, die keine echten Gradienten wert sind. Leute, was macht ihr denn für Amazon-Bewertungen? Okay, Leute, kommen wir zum Signature-Produkt der heutigen Folge. Fadify. Das hier soll das magische Produkt sein. Boah. Es ist nur eine 80 Euro, Digga. Alternative zu Fadify. Ich wollte eigentlich Fadify bestellen, aber ich habe sehr oft Rezensionen gelesen, dass es der absolute Scam-Verein sein soll. Und das Produkt gab es nicht auf Amazon, deswegen habe ich hier so ein Alternativprodukt. Funktioniert aber gleich, ihr seht hier so diese schrägen Aufsätze, die halt einen perfekten Übergang versprechen sollen. Und das testen wir mal. Wenn dieser Rasierer jetzt wirklich das schafft, was es verspricht, dann haben wir eine Revolution geschafft, Freunde. Wir müssen nie wieder unsere Seiten frisch machen und das ist doch absolut klasse. Aber freut sich natürlich, denn er wird von einem Star-Friseur frisiert. Wir haben uns gerade überlegt. Boah, Digga, der Arme muss ran, Digga. Angeguckt. Es ist eigentlich gar nicht mal so schwer, man muss einfach nur so, zack. Bist du aufgeregt? Nein. Wow! Scheiße. Hey, was macht der? Warte. Es muss ja, Bruder, es muss ja überall so gleich sein. Komm mal den Übergang sehen, Digga. Wie lange warst du nicht mit meinem Friseur? Lange, extra für dieses Video. Hey, was macht der? Wie schneidet der auch? Was meine Haare? Egal. Du machst es. Warum ist denn da kein Übergang, Bruder? Du hast einfach so ein Mullet. Also in der Kamera sieht es alles sehr gleich aus, muss man sagen. Siehst du einen Übergang? Was so? Lass du? Oh mein Gott, er geht einfach hoch. Irgendwie passt das Ergebnis nicht so. Aber es sieht alles gleichmäßig aus, obwohl die Aufsätze hier schräg sind. Oh, hell no, man. Ich habe 100% irgendwas falsch gemacht. Du hast mich ruiniert. Also da, wo ich bin ehrlich zu dir, das steht dir. So ein Mullet. Bevor wir hier irgendwas noch weiter ruinieren, lassen wir es mal so stehen. Und da, wo geht mal schön zum Friseur oder hier schenke ich dir auf jeden Fall. Danke, Mann. Wenn hier irgendwelche Friseure sind, schreibt gerne eure... Ja, also das ist... Also er hat es auch respektlos gemacht, ne? Meinung in die Kommentare. Also schreibt nicht eure Meinung natürlich. Aber ich glaube auch allgemein, dieses Produkt ist einfach wack. Natürlich ist Katastrophe, aber schreibt gerne in die Kommentare, ob wir irgendwas falsch gemacht haben und vielleicht auch noch, ob so ein Ding, also ob das überhaupt möglich ist, sowas zu machen. Okay, Leute, das war's mit der Folge. TikTok-Produkt testen. Lasst ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr davon... Digga, sieht fast so aus wie bei Omid, Alter. Schaut euch das an. Omid. Ey, yo! Bitte. Oder super. Ich sag ehrlich nicht schlecht. Ja! Digga, was hat er mit Omid gemacht? Der Arme, Alter, ist das... Guckt euch an, guckt euch diese Respektlosigkeit an. Das ist wirklich hart, Digga. Dieses hässliche Lachen, ja, Bruder.
Ehrlich nicht. Verkehrt. Rashford aus Deutschland. Untergang schreibt einer, schreibt Untergang in den Chat. Ich würde jetzt. Oder du? Du, ich würde jetzt noch mit dem einmal durch dein Bart so ein bisschen gehen. Willi kennt sich aus mit Bärten. Natürlich. Wenn ich jetzt nicht wüsste, was ich mache, dann wäre ich ja nicht so selbstbewusst. Also, das ist ja das Verrückte. Aber ich bin sehr zufrieden, muss ich tatsächlich sagen. Besser kann ich es nicht. Also, gerade weil ich auch ein bisschen Schaden habe, wisst ihr? So, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. So sieht der ganze Spaß nach 2 Tagen aus. Heute ist Dienstag. Ich finde die Seite nicht mehr so schlecht, ehrlich gesagt. Aber die Seite ist halt katastrophal. Check. Digga, es ist respektlos. Gerne den Link unten in der Beschreibung ab. Check die Streams ab. Und. Das ist geisteskrank, Alter. Oder also. Punucci auf Deutsch. Also. Ey, yo! Check Willi ab, haut rein. Anne? Ja, weiß nicht. Weiß nicht, der Haaransatz ein bisschen. Ich weiß nicht. Ah, nee. Nee. Benzema damals. Trimax-Video. Trimax. Zuschauer rasten komplett aus bei Karneval in Köln. Eskalation mit Mark Eggers und Peaky Blinders. Moin Leute, Timex hier. Heute gibt's mal wieder einen schönen Vlog. Ich war mein ganzes Leben noch nie auf dem Karneval. Immer nur Gutes davon gehört. Wir waren gestern schon feiern, war schon ganz geil. Heute jetzt aber die ganze Zeit tagsüber. Wir sind mit der Fußballmannschaft hier, mit der ganzen Crew. Wir gehen als Peaky Blinder. Vielleicht kennt ihr die Serie. Wir brauchen noch ein Schnittbild, wie wir beide so mit den Kappen machen. Nein, das mach ich nicht. Das machst du. Das machst du das. Ja, komm mal. Das mach ich nicht. Komm jetzt einmal. Digga, Peaky Blinders habe ich noch nie geguckt. Chat, lohnt sich? Ey, was macht ihr? Ja, und dann bin ich mal gespannt. Ich berichte mal, wie Karneval dann ist. Für die Leute, die noch nie da waren. Also haben wir schon die Anmod gemacht. Was geht ab, Leute? Wir sind jetzt gerade mit Trimax hier beim Kölner Karneval 2023. Mein Name ist Marc Eggers. Da ist sein Zwillingsbruder Niki. Und wir stürzen uns jetzt mal ins Getümmel. Ein Auto, und kannst du suchen? Ey, das sind doch keine Zwillinge, oder? Ja, ist echt, das ist viel besser, die Anmod. Ich bin auch verkleidet als Peaky Blinder. Nein, ich war gestern ja schon am Drehen. Hab euch auch gesagt, bitte kommt am Donnerstag, aber ihr wolltet Freitag. Jetzt habt ihr 30% von dem, was hier gestern abging. Sag noch deinen Namen und wer hinter der Kamera ist. Oh, heute Lukas hinter der Kamera. Ich bin und wir Marc gehen jetzt mal rein. Na, hier, kannst du auch mal filmen hier. Was machen die da? Henki, was machst du? Zeig mal, was du bist. Elevate. Ich bin Elevate. Krass. Max, sollst du ein Foto von dem machen? Ich hab ihn noch. Achso, ich mach jetzt ein Foto. Ja, ich sag euch ehrlich, gar nicht. 0,0 meine Welt, ne? 0, also an die Leute, die da Spaß bei haben, so ich. Für mich ist es gar nicht. Wirklich gar nichts. Dieses Betrunkene, dieses random Leute treffen, die dich abfacken und dieses. Ja, dieses Besoffene, dieses öffentliche Besoffene, jeder, alle sind betrunken. Boah. Katastrophe für mich. Bin ich gar nicht der Typ für. Warum war doch mal euer. Generell Alkohol, gar nicht meins. Was macht ihr denn da? Warum post ihr? Ich denke, wir sollen mal Fotos von euch machen. Bist du von Köln? Lass mal rausgehen, was machen wir hier? Entschuldigung, einer der Klausel. Sie fragt, bist du der von Köln 50667? Was findest du nicht attraktiv? Was denn? Köln 50667. Ich sollte doch nur ein Foto machen. Ich finde ihn gar nicht attraktiv. Der ist von Köln. Hast du was gehört? Haben wir das drauf? Ich habe echt gerade ganz viel bekommen. Da kommt sie gar nicht. Der ist von Köln 50. Chat, ab morgen wird Jim durchgezogen, by the way. Ab morgen. Hörst du das? Entschuldigung, dass ich existiere gerade. Du hast schon graue Haare, ne? Ich hab vier. Aber es sieht gut aus bei dir. Haben wir das alles drauf? Ich hab nichts gemacht. Fand ich so scheiße. Ich kann das nicht beim Essen gucken, er muss sich kotzen. Voll gemein, ey. Das war echt fies. Ich hab gar nichts getan. Sie hat dich so gehasst. Digga, ich könnte da niemals rumlaufen. Bruder, Hilfe. Allein...
Bro, nein, 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 nein. Das kann ich nicht hinkriegen. Zu viele Menschen, die mir betrunken sind. Das ist so scheiße. Köln 5667. Keiner kann Schauspieler. Ja, guck doch nicht dann. Das war echt fies. Da war gerade jemand. Digga, ich schwöre. Humatra sieht aber wirklich so aus, als hätte er in der Serie mitgespielt. Ich meinte, ich kenne sie zwar nicht, aber sie sehen aus wie mein alter Gitarrenlehrer. Marco, geht jetzt mal vor. Geht jetzt mal vor. Guck mal, zu viele, auch wie viele Menschen, Digga, die dann Fotos mit dir wollen. Wir gehen jetzt hier einmal lang. Trimax, Digga, ich hasse, Chat, ich kann das gar nicht. Ich kann das gar nicht bei so Events oder so, wenn Leute meinen Namen rufen, ich kann das nicht. Warum rufst du meinen Namen? Komm zu mir, mach ein Foto, aber warum schreist du meinen Namen? Wieso? Warum muss man meinen Namen schreien? Ich verstehe das nicht. Ohne Sinn. Ich werde das niemals verstehen. Roet, Roet. Roet, Roet, Roet. Ja, Max, Junge. Romatra hatte gestern eine harte Nacht. Der sitzt da vorne. Wir haben ihn schon verloren. Es geht ihm nicht so gut. Wie ein Häufchen Elender. Ich finde sogar, Romatra sieht von uns allen am geilsten aus. Romatra. Würdest du bei Cardi safe auch machen? Ja, aber Cardi kann doch wenigstens was. Digga, ich bin ein verkackter Streamer, ich habe kein Talent. Komm mal. Das ist ja gar keinen Sinn. Wo warst du? Wir brauchen dich doch. Ich brauche eine Pause. Du brauchst eine Pause? Ich brauche eine Pause. Wovon denn? Von, ich bin zu verkatert für alles gerade. Es geht ihm zu schlecht. Wir haben einen getroffen, der hat ein Foto mit mir und Marc gemacht und meinte, ist zufällig Romatra auch hier? Der ist sein absoluter Lieblingsstreamer. Und dann meinte ich, ja, ich hole ihn dir für ein Foto. Jetzt ist er weg. Tut mir leid, aber mir geht's wirklich zu schlecht. Mir geht's wirklich zu schlecht. Digga, das ist. Der hat sich so gefeiert. Digga, man merkt einfach an seinem Blick, dass es so Cap ist. Ja, scheiße. Scheiße, wo warst du? Romatra weint einfach, weil es ihm so schlecht geht. Romatra weint, wenn er einen Kater hat. Romatra saß hier und hat geweint. Echt? Ja, das ist völlig im Arsch. Echt? Wir kommen heute Abend wieder. Hey, weiß man schon, dass du irgendwann einen Song rausbringst? Nicht welcher, aber dass du einen bringst? Weiß man das schon? Das kann man sagen, ja. Ja? Das kann man sagen. Leute, Marc bringt einen richtig geilen Ballermann, Malle. Also nicht Marc, sondern der Hausmeister der Playa. Der Hausmeister der Playa, das ist Marc. Der bringt einen richtig geilen Song raus. Wir haben ihn schon gehört, der ist noch nicht da, aber der kommt. Der kommt bald, ja. Ja. Ich finde die geil. Die grünen das den ganzen Tag schon. Geil. Ist halt so komplett. Es ist Ballermann. Komplett Party. Ballermann. Ja. Voll Ballermann. Ihr werdet ihn hören, wenn ihr auf Mallorca seid. Ich bin am Start und dann geht's ab. Das wird nice. Als was seid ihr denn verkleidet? Wir sind Tiger und euch die Spaß haben. Du bist einfach ein Tiger? Ich bin ein Tiger. Ich bin der Milchfahrt dran. Anne! Anne! Was ist los mit euch, Chat? Warum? Du bist Milfanta? Was bist du? Dortmund. Dortmund bist du? Dortmund. Ist das so ein Ding hier in Köln? Nils macht das mal. Ja, Fanfreundschaft. Was hat der da im Mund? Fanfreundschaft, ja. Gut. Ja, klar. Niki, nicht so tief in die Pfütze. Also ihr seid alle 80er und er ist Bauarbeiter. Und was bist du? Teufel. Ich will kein Bild. Der sieht auch nicht aus. Zwei Ode Billa, Digga. Teufel? Mit den Haaren? Ja, keine Ahnung. Hey, es ist nur einmal im Jahr Karneval gemacht. Er fährt schon wieder nach Hause. Was macht er? Der macht Essensvideos. Ja, ja. Er macht Essensvideos. Food-Content. Er hat gefragt, ob er Koch ist, ob er den Essenscontent macht. Das Letzte, was ich im Leben mache, ist Kochen, Digga, Alter. Meine Küche ist so unbenutzt. Wirklich. Ja. Ganz schlimm. Wir sind die zwei Köche. So, Marc, wir gehen jetzt noch einmal durch und dann sind wir fertig hier. Nee, nicht. Wir kommen lieber heute Abend nochmal wieder.
wieder. Einmal noch. Nein, durch. Nein. Wenn wir heute Abend nochmal wiederkommen, feiern wir komplett. Wie heute Abend mache ich kein Video mehr. Warum? Obwohl ist hier irgendwo so ein Verkleidungsladen. Ja. Wo? Warum kommst du so? Weil damit das Mikrofon an den Ding. Ey, Digga, wie du mir gerade so echt ein bisschen Angst gemacht hast mit diesen grauen Haaren. Nee, ist geil. Bro, bei jedem Selfie dachte ich gerade, sieht man die grauen Haare, Alter. Können wir kurz ein Foto machen? Nee. Sieht man die grauen Haare, Digga. Alter. Können wir kurz ein Foto machen? Ja. Weißt du, ja. Ja, ja, gerne. Komm. Ey, hier gibt's, ey, direkt hier vorne gibt's wirklich. Komm, Martin, mach ein Foto hier. Es gibt hier einen Karnevalsladen, wirklich. Hier echt? Vorne. Ich will mich verkleiden, damit mich gar nicht mehr erkennt. Ja, ja, können wir. Digga, was ist der Sinn, Chat? Ich verstehe diesen Sinn nicht von diesem Karneval-Ding. Sich einfach komplett betrinken lassen und am nächsten Tag weiß man nicht mehr, nichts mehr davon? Das ist der Sinn dahinter? Also wirklich. Bodenlos sowas, sage ich. Bodenlos. Wir machen, ja, lass hin, das wäre witzig. Komm, das ist hier vorne, lass das machen. Sieht schon anders aus. Was aber denn? Man erkennt dich schon. Macht Bock, ist lustig. Was ist daran lustig, wenn du am nächsten Tag aufwachst, nicht mehr weißt, was du gemacht hast und es dir schlecht geht? Was ist daran lustig? Ja, meine Digga, der Typ wurde wieder erkannt. Mich erkennt bei meinem Kostüm. Komisch, ne? Ey, meins war gestern so geil, FBI-Agent. Das kam echt sehr gut bei deinen Begleitungen an. Ja. Oh ja. Die fanden dein Outfit politisch, sehr politisch ausgedrückt. Das kam wirklich gut an, dein Outfit. Bei deinen Begleitungen. Ja, lass weitergehen, komm. Der Karnevalsladen ist echt hier. Geh mal, geh hier durch. Ja, Karnevalsladen. Boah, jetzt aber auch schon richtig abgerockt, oder? Ja. Boah, Digga. Hat er sich auf sein Hemd gekotzt? Auf sein Kostüm gekotzt? Oder wurde er angekackt? Oder angepisst? Eine Stunde war er weg, er kam so wieder. Nee, komm. Da denkt man sich doch schon, was ist da passiert? Und dann direkt wieder angezogen heute Morgen. Ist das noch nass? Das ist der Pissel und Blut. Ja, lass ein Foto machen. Blut, Pissel. Ja, egal, lass ein Foto machen, komm. Lass schnell ein Selfie machen. Niki, du bist dafür zuständig, alle Peaky Blinder mitzunehmen, okay? Peaky Blinder? Nee. Digga, der. Nö. Was bist du? Arzt. Jetzt taut Köln auf, Digga. Jetzt kommt sie. Jetzt taut Köln sind auf. Einfach, Alter, das Avatar, wie geil. Wie spät haben wir? Einfach. Möchtest du in den Vlog kommen? Ja. Okay. Darf ich auch? Guck mal, haben wir gebombt. Ey, wir haben hier Marlon getroffen. Kennt ihr vielleicht noch aus 2017 Fortnite-Turniere? Marlon X. Ey, wie geil ist Karneval? Und jetzt seid mal alle kurz still. Wir haben auch Glück mit dem, wir haben auch Glück mit dem Wetter. Wir alle sein. Ja, genau. Voll dumm, ne? Okay. Wie geil ist Karneval? Und jetzt macht alle mal Lärm. Ist schon echt nice, muss ich sagen. Leute, wir waren jetzt gerade auf der Zülpicher Straße unterwegs gewesen. Trimax, Mark Eggers, es war sehr, sehr voll. Die Leute haben gute Laune, sind morgens schon extrem betrunken. Aber guck, das hält sie davon auch nicht. Macht er echt gut. Nach so einem gestrigen Tag auch den heutigen. Wollt ihr ein Foto mit Mark? Auseinanderzunehmen. Wollt ihr ein Foto mit Mark? Ja, gerne. Ja, komm. Ja, gerne. Ja, klar. Nee, wir ihn fickt. Ey, wirklich, ne? Krieg, Leute, Bandenkrieg. Bandenkrieg. Holt die Messer raus, holt die Messer raus. Ich tue so einen Stein in meine Mütze. Nee, oh. Wer macht den ersten? Wer macht den ersten? Hallo. Ja, ey, man grüßt sich als Peaky Blinder. Das ist ja, das ist gut. Ist offen, wie geil. So, Leute, wir müssen mir jetzt eine Komplett-Vermummung kaufen für später zum Feiern. Aber jetzt ist nur noch das übrig, was übrig gelassen wurde. Scheiße. Max, das Ding ist doch todessicher. Man erkennt mich. Hat man das früher kombiniert? Kannst du ihn einmal mal drüber schmeißen? Ja, ey, Leute, das ist er doch. Niki. So erkennt mich doch immer noch. So erkennt dich niemand. So erkennt dich niemand. Also die Wahrscheinlichkeit ist schon geringer. Oder? Aber trotzdem erkennt man ihn. Mit der Brille? Mit der Brille und dem Schnauzer. Und den Schnauzer. Er sieht aus wie so ein Bartschaffner irgendwie gerade, Alter. Ey, Leute, ich sehe aus wie Rumatra. Digga, warum ist das so lustig? Guckt euch mal alle Max an. Hat ihr Max gesehen? Boah, jetzt erkennt man ihn gar nicht. Wem ist die Maske? Ohne Witz ist chillig. Das ist so psycho.
Das ist voll krank. Aber die passt perfekt. Alter, das macht einen voll Angst. Nee. Also so werde ich nicht erkannt, das ist so geil. Ich hab voll das, schnittige Gesicht. Ey, ohne Witz, ich kann da drin gut atmen und man kennt mich ja gar nicht. Das ist doch geil. Oder es geht's überhaupt nicht. Sieht so scheiße aus. Das sieht wirklich richtig, also richtig creepy aus. Geht das gar nicht? Nee. Doch, dass ich ohne Witz. Also man erkennt dich gar nicht. Ich find dein Gesicht. Die geht. Ich finde dein Gesicht echt gut schnittig. Ich hab einmal so richtig so ein markantes Gesicht wie Marc, ne? Meinst du es auch mittlerweile schon? Endlich, du siehst 1:1 wie Marc aus. Auch so der Turn vom Solar so ein bisschen bläulich angehoben. Ohne Witz. Richtig so ein markantes Kiefer. Ja. Oh mein Gott, sowas? Ja, mach nur. So Maskenball. Ja, ist mir egal, Leute. Chat, hat jemand von euch Karneval gefeiert? Jetzt mal Real Talk. Also ich weiß nicht mehr, wo Marc ist. Ja, in Filmen immer, ne? Man sieht so. Ey, ist das nicht Phantom der Oper? Ist heute nicht auch Karneval? Oh. Ist Mittwoch. Hier ist sehr viel schwieriger, durchzuschauen. Ich sag, ich erkenne genauso viele und die denken sich dann nur so, hä, warum sieht sich Trimax so eine Scheiße an? Ja, man erkennt mich jetzt doch total. Ich seh aus wie dummer Trimax. Ja. Aber ich glaube, dich erkennt niemand, wenn du dir so eine Leggings kaufst. Das wird ziehen. Micky, Hut wiedergeben. Wie ist die? Kennt man mich? Das ist jetzt wirklich Phantom. Boah, das ist echt cool. Ja. Das ist geil, oder? Ohne Witz. Also vielleicht 10% besser. Das Problem ist, man erkennt beide Hälften deines Gesichts. Wenn man nur die Augen sieht, erkennt man dich. Und wenn man nur den Mund sieht, erkennt man dich. Die blaue war safer. Nehmen wir. Ja, die ist safe. So. Das ist so geil, Mann. Ja, das ist so geil. Die behalte ich auch für immer. Darf ich einmal so machen? Halte ich auch für immer. Nein, niemals! Ich kann es nicht machen. Soll ich ein Foto von euch machen kurz? Soll dieser random Typ kurz ein Foto von euch machen? Ja. Was? Du bist der Bruder von Trimax, Micky? Nein, ich bin was? Trimax, bist du Trimax? Bruder, niemals. Nein, ey, sag bitte, zeig mir einfach nur. Digga, das verstehe ich zum Beispiel nicht. Wie kann man so ausrasten, wenn man einen Streamer sieht? Das geht nicht in meinen Kopf rein. Wenn man einen Künstler trifft, okay. Aber Streamer, die haben doch gar kein Talent. Wenn ich jetzt irgendeinen Künstler treffe und ich sehe den, dann raste ich aus, weil ich mir denke, okay, die Person ist krass, weil sie so in ihrer Kunst krass ist. Wenn man einen Streamer trifft, Bruder, für mich ergibt es keinen Sinn, warum man so ausrastet. Unterhaltungstalent, ja, aber so übertreiben, Digga? Nicht mal, wenn ich Obama gesehen hätte, hätte ich so übertrieben. Nein! Ich war ja der Junge, ich guck diesen Scheiß Stream von dir! Hey, das kann nicht sein! Wie geil war das? Du solltest das Foto machen. Ja, stimmt. Du solltest einfach das Foto machen. Wenn du den aufhast, also wenn ich mich auf. Der Überraschungsmoment ist viel größer. Ja. Wenn Leute kommen und dann sag ich so, ja, soll er das, kannst du kurz aufs Bild machen? Ja, okay. Und dann sag. Aber wie witzig war es gerade, weil du bist der Bruder von Trimax. Ich weiß nicht, Chat. Das Ding ist bei mir, ich fühle mich. Also, ich weiß nicht. Ich fühle mich nicht nach. Ich fühle mich komisch, wenn jemand zu mir kommt und ein Foto von mir machen will. Mit mir machen will. Ich mache das Foto nur aus einem Grund, weil ich mir denke, okay, vielleicht bereichert es seinen Tag und ich mache es nur für ihn. Wenn es nach mir gehen würde, dann würde ich mir, also, ich verstehe das gar nicht. Aber, weil es geht nicht so in meinen Kopf rein. Wer ist älter, du oder Eli? Digga, das ist eine Respektlosigkeit, die Frage zu stellen. Ich bin 20. Er stand auch so nebeneinander, da wusste man. Vor allem, das war der Bruder von Trimax. Und dann steht einfach ein Typ daneben mit der Maske. Das war wirklich. War das drauf? Hatten wir das drauf? Geil. Ey, wollt ihr Bild mit Mark Egg an? Der kann das Bild machen. Bruder, du bist Egg. Halt das mal.
Er macht wieder das Bild. Ich stehe mich daneben. Wir sind Piki Liners! Piki Liners! Piki Liners! Alles Scheiße, der Scheiße. Ey, mein Gast. Ich fand die Lache so lustig. Ich hatte mal Bock, mir von dem Typen ein paar Videos anzugucken, ne? Der lässt. Also, ja. Ja. Wow! Eli und Melina testen Süßigkeiten. Supportet die Jungs, kingcans.de. Das ist es. Eli, Gentleman, you're the best man. Was ein Ehre, Mann, Chat. Eli, Gentleman, you're the best man. Eli, Jello, you're the best man. Eli, Gentleman, you're the best man. Digga, so viel ist ausverkauft, aber die beliebteste Box ist noch da. Die Kingflix und Chillbox. Meine lieben Freunde. Die ist sehr, sehr cool. Was macht Willy Wilson? Wir spielen gleich Minecraft durch. Wir versuchen Minecraft in unter 2 Stunden durchzuspielen, Mann. Wo ist Willy Wilson da? Achso, er ist noch Dings laufen. Er lässt noch Dings laufen, Chat. Was glaubt ihr? Also, was kann man als Bestrafung machen, wenn wir es nicht unter 2 Stunden schaffen? Ne, 24er Chip. Ja, okay, ich brauch Chat gar nicht fragen, scheiß drauf. Digga, da kommt nur Kacke bei rum. Bei euch kommt nur Kacke bei rum, sag ich. Bein ab, Hot Chip, Digga. So, auf klein süß eine Bestrafung, Digga, ihr scheißt wieder rein. Die sehen brutal aus. Warte mal, warte mal, warte mal. Boah, warte mal. Warte mal. Die sehen ganz gefährlich aus, Chat. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sind die gefährlich. Die sehen wirklich ganz gefährlich aus. Nein! Nein! Hatte ich die ganze Zeit Fullcam? Digga, ich guck mir hier seit... Oh mein Gott. 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 Ach, schaut euch das mal an, Chat. Ich leg grad so Auge auf die. Uff. Anne, Erik, warte mal! Anne! Fucking Sleeper, man! Habibi, du bist eine Mast wie ich. Sleeper, man. Anne. Ey, Digga, die sehen geisteskrank aus.
Chat, mögt ihr Takis? Warte mal. Willi ist Discord. Boah. Boah. Würdest du für 50 Millionen wie die Scheiße essen mit Herz? Mit Messer und Gabel, Digga. Und Vorspeise. Was macht denn der Bruder? Ah, so, bin wieder zurück. Bin wieder zurück. Orange steht hier. Das ist eigentlich kein wirkliches Orange. Das ist so ein. Boah, Digga. Peach, so ein Pfirsichton. Die schallern rein, die Chips. Pfirsich ist der richtige Ton, ja, ne? Also, ja, Pfirsich. Und wenn man eine genaue Farbe will, ist es Korall. Mm. Ist Korall. Check 18 Monate auf Lock. Ja, zeig her. Zeig her, wo ist schwarz? Mm. Schwarz, schwarz, schwarz. Oh, da hast du recht. Ja, M und L sind doch noch da. Mein Bruder Ruat, Salamu alaikum. Ruat, ich bin in 3 Minuten da, ja? 2 Minuten. Boah. Bruder, ey. Ich werde niemals verstehen, wie Menschen scharf essen können. Digga. Chat, ich sag euch eine Sache. Für mich macht scharf alles kaputt. Ich bin kein Schaftyp. Ich sag euch nur so, wie es ist. So ein bisschen, so eine ganz, ganz kleine Schärfe, okay. Aber ab sowas wie Tabasco, Jalapenos ist mir alles zu viel. Für mich, da ist schon zu viel für mich. Oh. Es gibt einfach für mich keine Ahnung. Du kommst aus Adana. Ja, jeder aus meiner Familie ist doch geisteskrank scharf, außer ich. Da essen auch alle scharf, aber ich bin Pussy, was das angeht, ja. Assalamu alaikum. Eiko Salam, wie geht's dir? Pass, Bruder, pass. Bei dir? Alhamdulillah, mir geht's auch sehr gut. Was ging heute? Nichts, Bruder Herz. Bin aufgestanden, live gegangen. Jo, das ist nach Wohnungen geguckt. Das ist halt ein Leben eines Superstars, ne? So ein E-Gaming-Superstar. Sehr ehrlich? So ein bisschen, ja. Wirst du eigentlich bei dir in der Heimat als Rockstar betitelt? Mann, Dicker. Hä? Mann, Dicker, wann versteht ihr das endlich, dass ich nie rausgehe? Ja, aber wenn die Leute dich sehen, sagen sie doch immer so... Wo sollen die mich denn sehen? Ich gehe doch nie raus. Beim Einkauf mit Mama oder so. Ja, Digga, da ist keiner. Also, diese lockere Rockstar, hey! Gar nichts? Nein, Dicker. Das glaube ich gar nicht. Also, erklär mir jetzt ganz genau, was wir machen. Starboy, ja. Starboy. Immer hör mir zu. Und du sagst immer so, I'm the motherfucking Starboy. Wir versuchen Minecraft in unter 2,5 Stunden durchzuziehen. Okay. Wenn nicht Hotchip. Halt's Maul. Was ist denn das für ein Call? Hä? Bist du behindert? Mach den Hotchip alleine. Digga, heute lasse ich mich lieber vom Auto anfahren, als mit PvP reinzugehen. Nee, warte. Digga. Irgendeine Leistebestrafung. Wenn wir es nicht schaffen. Okay.
Eine Woche kein Vita-Bild. Schwer. Ja, ne? Da sagen wir auch nein. Aber warum Bestrafung, Bro? Was willst du von mir? Ja, so kleine, weißt du, das, dieser Ehrgeiz mittendrin, das ist schon geil. Okay, wenn wir nicht schaffen, eine Woche kein Vita-Welt. Echt jetzt? Getting Over durchspielen kann man auch nicht machen. Einer schreibt eine Woche nicht kacken. Ja, okay. Dann, was gibt's noch? So eine kleine Bestrafung, Chat. Nichts, was Extremes, ja, Mann. Was ist denn eine kleine? 4 Wochen? Ja, die scheißen rein mit diesen Fischen und so. So eine kleine, lockere. Ein Löffel Zimt. Ich schwöre, ich würde den... Ein Löffel Zimt? Ist eigentlich Chat, ein guter Call, oder? Zimt ist doch nicht schlimm. Chat, was muss ich hier machen? Auf Nein einfach. Auf Nein? Okay, gut. Twitter-Post? Ja. Ein Löffel Zimt ist nicht schlimm. Ja, hä? Das ist Zimt, Bro. Okay, du weißt schon, was passiert, wenn man einen Löffel Zimt nimmt, ne? Ja, man kann es halt nicht schlucken. Nee, du spuckst alles aus und so. Wie, du spuckst alles aus? Ja, du spuckst halt den Zimt aus. Digga, ganz kurz, hast du Boruto geschaut? Nein, will ich auch nicht. Digga, hä? Ja, nein. Digga, ich auch nicht. Ich hab's ja 7-mal angefangen, aber heute war der erste Tag, wo ich zum ersten Mal stolz auf Boruto so ein bisschen war. Also, wo Boruto geil war. Und ich bin Folge 56 oder so. Das wollte ich gerade loswerden, weil ich gerade vom Hokage-Haus stehe. Mhm. Ja, ja. Das wollte ich nur loswerden. Zimt ist gefährlich. Tödlich sein? Ja, okay.